FDP. Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der seinerzeit als ergebnisoffen bezeichnete Dialogprozess, der auf Augenhöhe mit der Landwirtschaft und mit der Bundesregierung stattfinden sollte, hat begonnen. Ich sage es ganz ausdrücklich, dass ich es begrüße, dass nicht nur über Landwirtschaft gesprochen wird, sondern auch mit Landwirtschaft gesprochen wird. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man sich da Anfang Dezember getroffen hat im Kanzleramt bei Kaffee und Kuchen, sage ich Ihnen, ist es unerträglich, wenn parallel wenige hundert Meter entfernt in den Ministerien schon neue Verordnungsentwürfe kursieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit macht man den gesamten Dialogprozess zu einer Farce, und da darf man sich nicht wundern, wenn sich die Menschen davon getäuscht fühlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen ausdrücklich, ich hätte gerne noch viel ausführlicher über dieses Thema diskutiert, denn wir hatten eigentlich als Fraktion einen Antrag eingebracht, der fordert, dass es keine neue Festlegung beim Thema Düngeverordnung geben soll, solange dieser Dialogprozess nicht abgeschlossen ist. Da mussten wir leider am vergangenen Mittwoch feststellen, dass der Antrag, den wir dazu formuliert haben, der eigentlich auf der Tagesordnung im Ausschuss gestanden hat, mit der Mehrheit von CDU, CSU und SPD abgesetzt wurde und es so auch unmöglich geworden ist, das heute hier öffentlich im Deutschen Bundestag zu diskutieren. Und das nur 4 Wochen, bevor im Bundesrat eine existenzielle Entscheidung getroffen werden wird über die Novellierung der Düngerform. Ich sage Ihnen ganz ausdrücklich, mit diesen Taschenspielertricks, meine sehr verehrten Damen und Herren, von CDU und CSU wird es Ihnen nicht gelingen, dass wir diese relevanten Diskussionen führen werden. Wir werden trotzdem öffentlich darüber sprechen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und ich nehme es der Ministerin gerne ab und weiß, dass es stimmt, dass sie viel gegenwärtig im Land unterwegs ist, viele Gespräche führt. Das machen übrigens viele Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages so, auch meine Kollegen der FDP-Bundestagsfraktion, auch ich selber. Und teilweise sprechen wir sogar mit genau denselben Personen wie auch die Landwirtschaftsministerin. Aber wenn der einzige Reflex auf die Demonstrationen der letzten Monate tatsächlich gewesen ist, dass man eine eilig zusammengekratzte, in nächtlichen Sitzungen vereinbarte Bauernmilliarde auskehren will, dann sage ich Ihnen, dann haben Sie nichts davon verstanden, worum es Landwirten gegenwärtig tatsächlich geht, meine Damen und Herren. Ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen als Oppositionspolitiker und sagen, die Milliarde, das war zu wenig, das müssten 2 sein oder 4 oder 6, weil es ja häufig auch dann vorgeworfen wird, man würde Landwirten nach dem Munde reden. Ich sage es hier ganz ausdrücklich, diese Milliarde ist falsch gewesen. Es hätten 0 Euro sein müssen, aus dem einfachen Grunde, dass so der Eindruck entsteht, dass Landwirte nur laut genug mit dem Fuß aufstampfen müssten und dann wird ihnen Geld zugeschoben. Aus dem einfachen Grunde, weil klar ist, meine Damen und Herren, dass Landwirte selber sagen, wir brauchen ein Geschäftsmodell, das unabhängig ist davon, dass quasi in Gutsherrenmanier Politik den Daumen hebt oder den Daumen senkt dafür, dass sie eine Perspektive haben. Die brauchen einheitliche Wettbewerbsbedingungen. Die möchten für ihre ehrliche und harte Arbeit einen fairen Preis bekommen und keine in nächtlichen Sitzungen zugeschobenen Bauernmilliarden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage das ganz ausdrücklich. Landwirtschaft trägt eine große Verantwortung für Nachhaltigkeit, für die Umwelt und natürlich auch für die Qualität unserer Grundwasserkörper, gar keine Frage. Aber diese Pauschalierung, Herr Staatssekretär, mit der da gegenwärtig zu Werke gegangen wird und diese sippenhaft in die landwirtschaftliche Betriebe genommen werden, die sich Jahrzehnte, ja vielleicht sogar Jahrhunderte über Generationen an, aber wirklich jede Auflage akribisch gehalten haben und die jetzt mit einer 20-prozentigen Nährstoffunterversorgung demnächst leben werden müssen. Meine Damen und Herren, so funktioniert keine zukunftsgerichtete Landwirtschaftspolitik des Jahres 2020. Und Sie haben völlig recht, das hat die Ministerin, glaube ich, vor einigen Tagen gesagt, dass Auffälligkeiten an Grundwasserkörpern nicht einfach weggemessen werden können. Das ist völlig richtig. Aber, meine Damen und Herren, es kann eben auch nicht sein, dass in Deutschland kein repräsentatives
Netzwerk existiert, sondern sozusagen nur an den Hotspots gemessen wurde, ein Belastungsnetzwerk existiert. Was gegenwärtig passiert im europäischen Kontext ist, dass deutsche Äpfel mit spanischen Birnen und gleichzeitig mit italienischem Mozzarella verglichen werden. So funktioniert keine nachhaltige Landwirtschaftspolitik. Wir brauchen ein Messsystem, das einheitlich nach gleichen Prinzipien aufgestellt ist. Nur so ist eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse möglich, und nur so kann man auch wirklich verantwortungsvolle Politik betreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin.